Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2. Wir haben bei der letzten Folge ja damit aufgehört, dass wir hier mal die Grundlagen für das Betriebswerk hier machen. Und jetzt geht es um den Schönbau, damit das Ganze natürlich auch gut aussieht. Und ich habe damit angefangen, dass ich hier erstmal ein paar Cargowagen hinstelle mit Kohle. Und das mit dem Asset Placer, wo man hier wirklich alle Sachen platzieren kann, was man hier so als Loks bzw. Wagen drin hat. Und es ist echt mühsam, dass man da nicht suchen kann, sondern immer runterscrollen muss. Aber ja, ich habe dann die Wagen erstmal gefunden mit Graffiti und einmal ohne. Und ja, ich werde die später nochmal tauschen, weil wenn dann hier vor allem der Kran dann arbeitet, passt es nicht ganz. Dann noch moderne Assets hier bei der Abstellung. Nighthead, Sitzwagen und dann noch Schlafwagen. Ich weiß, das passt von der Ära nicht so ganz, aber ich dachte, warum auch nicht. Beginnt dann eher ein bisschen in die Zukunft. Und dann steht es einfach schon mal da, inklusive ein paar Güterwagen. Und das waren die Schlafwagen von der ÖBB. Ja, dann werde ich sie hier oben ein bisschen auffüllen. Und dann geht es dann auch mit den Loks los, dass ich da mal ein paar platziere, damit das hier nicht so empty ist. Dann noch DB Regiowagen, so Durchgangswagen. Und was auch noch ein bisschen nervig ist bei dem Tool ist, dass man immer wieder mal kurz warten muss, wenn man zwischen Lokwagen, Triebwagen etc. wechselt. Ja, der ganze Speedbuild hat ungefähr 3 Stunden bis Stunde gedauert. Ich habe nach der Aufnahme noch ein bisschen weiter gemacht. Das mache ich irgendwie immer, weil da sehe ich wieder was. Ah, da kann man was machen. Oh, das hat schon Spaß gemacht. Wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben und der Geldfluss dann gut ist und wir uns mehr Schattenfahrten oder Scheinfahrten leisten können, dann möchte ich eigentlich die meisten der statischen Loks, die wir jetzt hier haben, dann mit echten Loks austauschen, dass sie da ein bisschen rumfahren. Aber das geht aber jetzt geldtechnisch noch nicht. Da braucht man erstmal ein bisschen mehr Umsatz. Aber statische tut es dann auch. Also ihr werdet es dann im Fertigen sehen. Es sieht dann ganz cool aus, wenn ihr die ganzen Dampfloks vor sich hin schmökern und da ein bisschen Leben drin ist. Auch die eine Schattenfahrt, die was wir ja schon bei dem anderen Bahnhof haben, die geht ja noch, weil die Lok kostet recht wenig. Das kann man noch kompensieren, aber trotzdem, Geldflow ist ein bisschen niedrig. Ich denke mal, wir werden dann einen kleinen Kredit aufnehmen und dann schon die erste Zugfahrt machen. Und danach hoffe ich mir, dass wir da ein bisschen mehr Umsatz machen, damit es dann schneller geht. Aber ja, am Anfang dauert es halt immer ein bisschen. So, hier bei dem Gleis dachte ich mir eben, da machen wir jetzt mal eine Dampflok hin. Und habe dann die gleichen, oder nicht ganz die gleichen, Kohlewagen genommen wie da oben. Die sind ein bisschen älter. Die ist so quasi da jetzt gerade reingefahren und der Kran wird das dann quasi halt entladen. Wie gesagt, die Wagen sind falsch eigentlich, finde ich. Da brauche ich noch andere. Aber habe jetzt so jetzt keine anderen gefunden. Und dachte, jetzt mache ich die und werde das dann später nochmal überarbeiten. Ja, da bin ich erstmal hergegangen und habe mal die ganzen Bodentexturen angepasst. Weil das Dauergrün passt ja nicht, das ist ein bisschen schmutzig. Ich meine, da ist Kohle, da ist Sand, da ist Kies und Asphalt. Damit das Ganze ein bisschen realistischer ist. Und habe dann im Nachhinein die Straße gleich noch ein bisschen angezeigt, wo ich den ungefähr machen werde. Also dann gleich sehen, das ist jetzt hier der Asphalt. Genau, da fährt hier so rüber. Da wird dann die Straße entlang gehen und hier dann raus. Da kommt dann hier noch die Dekorsitz dann weg. Es wirkt dann gleich schon ein bisschen anders, wenn man hier ein bisschen am Boden rummalt, als wenn es nur grün ist. Als nächstes natürlich die ganzen Signale, was wir hier brauchen. Leider habe ich noch keine passenden Rangiersignale. Ich habe auch geschaut, ob ich mir vielleicht das Transport FIFA 1, das Train FIFA, hier ein paar Mods konvertiere, wo es die frühen Rangiersignale und so weiter gegeben hat, aber das habe ich leider nicht zum Konvertieren gebracht. Also muss ich jetzt mit dem leben, was wir haben in der aktuellen Ära. Später wird es dann welche geben. Aber jetzt aktuell habe ich jetzt nur die einfachen Semaphore-Signale. Ja, dann natürlich Grünzeugs. Sieht immer besser aus, wenn man ein bisschen Wald drumherum hat und das nicht so eine komplett grüne Fläche ist. Das ist sowas Einfaches, aber da sehen einfach die ganzen Bauten gleich viel besser aus. Da mache ich gerade schon mal für die Straße die ganzen Bäume weg. Dann habe ich geschaut, ob ich noch nicht irgendwo die Gleiswaage hinkriege. Ich habe dann entschieden, dass ich die da hinten hin mache. Zum Beispiel kontrollieren, okay, was ist reingegangen und wenn man es geladen hat, wie viel Kohle hat man gekriegt. Dann ein bisschen Grünzeugs. Dass es halt vielleicht nicht ganz so gepflegt aussieht. Ja, und
Dann das, was ich einfach die ganze Zeit mache, ist einfach hier bei den ganzen Assets einfach von vor nach hinten scrollen. Wenn ich was Interessantes sehe, dann tue ich es dann platzieren, dann gehe ich wieder von vorne hin. Und das wiederholt sich bei mir beim Schienenbau. Und da war es jetzt mal die richtige Straße zu finden. Die fand ich halt ganz cool. Das ist eine Pflasterstraße, die hat keinen großen Rand rechts und links, hat aber eine Beleuchtung. Und habe das dann mal so um das ganze Betriebswerk so ein bisschen rumgeführt. Und später nachher mit der Straße von der Stadt verbunden. Was jetzt. Das Grau, was ich da vorher gemacht habe, das passt dann ganz gut in die Straße rein. So, jetzt geht es dann um die ganzen Details. Wie zum Beispiel Parkflächen, Autos und Co. und die Personen rein, damit das ein bisschen lebendiger wirkt. Und gerade hier über die Parkflächen, da muss einfach der Boden komplett flach sein, sonst sieht es nicht gut aus. Das ist immer so ein Kompromiss. Wenn man halt genau, klar, man könnte sagen, ey, wenn du rausgezoomt hast, dann sieht man das eh nicht so sehr, wenn dann zum Beispiel so eine Parkfläche ein bisschen rumschwebt. Aber wenn du doch ein bisschen reingehst, dann sieht man es. Und das stört mich dann. Also will ich es dann irgendwie halbwegs gut haben, dass es dann irgendwie ja, Sinn macht. So, jetzt hier der ganze Kleinmist. Die Holzstäbe, die Elektrokabel, Kisten, Barrels, alles mögliche quer verteilt. Was man so wegen findet und das dann mit Gras ein bisschen verschönern. Das mache ich nur gern. Ich meine, mit sowas könnte man sich dann stundenlang aufhalten, überall so einen kleinen Scheiß zu platzieren. Ich meine, Hans Dampf ist da der absolute Weltmeister, wenn es um sowas geht. Aber es sieht eben nachhinein halt echt gut aus. Aber ja, es kommt immer darauf an, wie ich dann gelaunt bin, wie sehr ich dann ins Detail reingehe. Ich meine, ich werde nie im selben Level sein. Aber auch das, was ich da schon mache, das dauert halt Stunden. Ist jetzt links unten 6,9 Stunden habe ich insgesamt schon verbracht. Vieles war davon warten und halt der Schönbau, den ich halt runtergekürzt habe, dann für euch auf eine halbe Stunde Folge. Aber effektiv ist man halt ewig dran. Aber ich schaue mir die Anlagen dann wirklich gerne an, gehe so ein bisschen rum und dann baue ich halt wieder was. Und dann, ja, da könnte man da irgendwie was ranmachen. Das ist einfach wie die Modelleisenbahn daheim. Oder halt ständig irgendwas dran machst, wo du dann wieder siehst, ah, da könnt ihr vielleicht noch eine Figur hinmachen, da könnt ihr vielleicht noch einen Garagebusch hinmachen, ah, die Lok könnte man eigentlich noch ein bisschen anders machen. Das Projekt ist eigentlich nie fertig, das ist das gleiche wie beim Künstler. Da, gerade im Radio habe ich schon recht viele Interviews über das Thema gehabt. Ein Bild ist für einen Künstler nie fertig, du reißt dann eher nur den Status, wo du sagst, jetzt bist du zufrieden damit und es sieht halbwegs okay aus jetzt für dich. Aber man könnte immer noch weitermachen, nach oben hin offen. Ja, hier baue ich jetzt gerade noch ein paar verlassene Häuser hin, weil da hinten das soll irgendwie so ein, ja, verlassene Industrie quasi sein. Auch da haben sie ein Depot quasi nie fertig gebaut, unfertige Häuser. Und da hat es vielleicht mal ein Industrieverlad gegeben, aber es wird halt jetzt nicht wirklich genutzt. Und das werde ich dann entsprechend mit Gras ein bisschen auskuschieren, dass es so aussieht, als wäre hier schon länger nichts mehr drauf gewesen. Ja, bei den Fahrzeugen würde ich mir auch wünschen, dass ich ein bisschen mehr Auswahl habe. So in der alten Ära. Also das ist recht überschaubar. Aber es geht, will mich nicht beschweren. So, hier habe ich meinen Bus platziert. Das werde ich dann später nutzen, um zu sagen, ja, hier war vielleicht eine kleine Besuchergruppe. Die hat hier das Betriebswerk besucht, wo sich die Dampfloks anschauen. Da kommen dann entsprechend die Personen noch dazu. Ja, jetzt geht es weiter mit so ein bisschen Kleinzeugs, das ich dann ein bisschen gefunden habe. Und das gibt noch einen richtigen Push für die Realität her, gerade wenn man so das Müllton und sonstiges irgendwo hat. Es sind so kleine Sachen, nicht die großen Sachen, aber im Gesamtbild macht es dann ganz schön viel aus. Ja, dann hier noch ein alter Kran. Und was ich dann jetzt hier gleich gefunden habe, ist ein Portalkran. Und den Platz tue ich jetzt gleich noch platzieren, weil das hat noch was. Hier ist er. So, ich schön in Blau inklusive mit den Schienen schon mit drauf. Sehr praktisch. Und ja, ich würde sagen, der wird nicht wirklich mehr genutzt. Er ist noch da, vielleicht funktioniert er noch. Aber das hat man dann hier irgendwie für irgendwas genutzt. Und jetzt ist es einfach halt nur noch da für den Schlackungsanlage, dass er ein Ausziegler ist und gut ist. Ja, dann habe ich noch geschaut, ob ich noch vielleicht ein paar Flaschen in das Digi-Gebäude irgendwie hinmachen kann. Das habe ich mal ein bisschen zu sehr in den Boden rein versenkt, aber ich fand, das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Und das Ganze wird hier nochmal ein bisschen begrünt. So nach dem Motto, ja, hier ist schon ewig lang kein LKW mehr reingefahren. Dann, das ist ein Toilettenhäuschen.
braucht man doch auch immer wieder ein Betriebswerk. Jeder muss mal. Und ja, dann habe ich mir noch weiter durchgeklickt an Assets, was man da irgendwie nutzen kann. Ja, und die Schweizer Dampflok werde ich dann gleich nochmal löschen. Da bin ich nämlich falsch platziert, das habe ich aber erst später bemerkt. Und natürlich noch Geschwindigkeitstafeln. Das fehlt mir übrigens auf der ganzen Strecke mit den Geschwindigkeitstafeln. Muss ich noch machen. Dann noch Beleuchtung, damit es hier in der Nacht auch schön hell ist. Habe ich das mal einfach frei so platziert, weil man dachte, da macht es vielleicht irgendwo Sinn, dass man hier eine Lampe hat. Und ob ich die... Das ist ein Transport FIFA 1 Mod, den ich da konvertiert habe. Mit den alten Leuchten der DB. So, hier zum Schluss noch der Zaun, damit das alles ein bisschen eingezäunt ist und nicht so offen, dass die Leute nicht einfach so reinlaufen. Das haben wir ja mal so querbeet gemacht. Auf der rechten Seite dann auch nochmal. Ansonsten habe ich jetzt nicht weiter eingezäunt. Einfach nur so ein bisschen, dass die Abgrenzung drin ist zwischen quasi Wildlife und hier dem Betriebswerk. Grünzeug darf natürlich auch nicht fehlen, wobei da wollte ich nicht allzu viel machen, weil ich glaube, sonst passt wieder nicht ins Setting rein. Aber hier unten fand ich es ganz okay, wenn es ein bisschen grün ist. Hinten kommen noch die Büsche rein, eben um hier ein bisschen zu zeigen, dass es hier ein bisschen disused ist. Aber das war es eigentlich grundsätzlich jetzt hier vom Schwimmbau, vom Betriebswerk. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich wieder in echt drin bin. So, da habt ihr jetzt gerade den Speedbild von unserem kleinen Betriebswerk gesehen und es ist jetzt endlich fertig. Und ja, muss man sagen, gefällt mir halt wirklich gut, so wie es jetzt rausgekommen ist. Also einerseits eben hier dieser kleine Industrieverladebereich, der jetzt nicht mehr genutzt wird. Und davor halt noch die Anlage genutzt wird für die Schlacke. Dann hier kleines Depot, können kleine Arbeiten gemacht werden. Die Drehscheibe mit dem Ringlokschuppen und... ja, wie gesagt, die Dampfloks, die hätte ich dann gerne mal eben bewegt. Aber da brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. Aber ansonsten sieht das schon mal ganz cool aus. Wie alles hier so ein bisschen am Dampfen und Rauchen ist. Ist wirklich schön geworden, finde ich. Nur das mit der Bekohlungsanlage, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie das andere so gemacht haben. Aber ganz so zufrieden bin ich damit nicht. Und wie gesagt, die Wagen hier, die werden ausgetauscht. Das passt einfach nicht. Das muss irgendwie was anderes sein. Ansonsten echt ein schönes Betriebswerk, finde ich. Mal ein bisschen anders als sonst, aber ja, denkt, damit kann man schon arbeiten. So, was ich jetzt hier schon mal gemacht habe, ist, ich habe hier schon mal Geschwindigkeitstafeln hingestellt. Das ist 80, wenn man hier rausfahrt. Dann hier 30, wenn man reinfahrt. Und hier auch nochmal 80er Ankündigung, wenn man hier rausfahrt. Das sind 120 und weiter da hinten habe ich jetzt schon mal die Vorankündigung für 80 hingemacht. Hast du wissen, dass dann hier langsamer wird. Und jetzt geht es hier mal um die Signalisation. Ich würde sagen, wir machen hier 10 Meter Autosig. Jetzt machen wir mal. Was ist, wenn wir hier 800 Meter machen? Signalabstand. Ah, ist schon noch recht weit. Dann ist das erste hier. Achso, nein, Moment mal, das ist das, was ich platziert habe. Okay, das gleiche in die andere Richtung. Cool, 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 cool. Und dann hätte ich gern noch... Was ist denn das? Bekohlungsanlage klein. Okay. Ja, das lasse ich mir eingehen. Okay, okay, okay. Von den Texturen jetzt leider nicht so geil. Aber das werde ich auf alle Fälle noch irgendwo einsetzen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das habe. Krieg ich jetzt auch wieder weg. Weg, geh weg. Nein, ich will jetzt nicht die Schiene hier abreißen, wegen dir. Das dient als Wegpunkt. Das ist aber gar nicht mehr so doof. Da kann man dann geile Fahrten machen. So, ich wollte Vorsignale. Vorsignal. Wir wollen VR0 gleich.
Habe ich das Richtige? Lasst mich die Vorsignale jetzt einfach so schön dick einplatzieren. So, 800 Meter. Bitte lass es funktionieren. Ja, natürlich nicht. Okay, dann machen wir das händisch. Schade. Das ist eine coole Funktion vom Mod, dass man hier so Wegpunkte zwischen den Signalen noch machen kann. Und dann brauchen wir das hier noch. Habe ich jetzt irgendwo vergessen. Da ist es zweimal, da ist es zweimal. Das ist auch zweimal, das ist einmal. Ja, und hier machen wir noch eins. Einmal so und einmal so. Okay, ich glaube, das macht Sinn. Oh, es ist aber schon VR04 frei von VR2 mit halb erwarten. Dachte ich. Ja, ich denke, wird schon passen. Genau, da fahren wir dann hier in den Bahnhof rein. Jetzt könnten wir eigentlich hier irgendwo diese Bekohlungsanlage basteln. Wo macht es Sinn, dass hier eine Bekohlungsanlage ist? Machen wir vielleicht hier hinten? Ich würde sagen, wir machen das. Was? Warte mal, das war hier bei Wegpunkte. Das machen wir hier hinten hin. Dann haben wir hier eine kleine Bekohlungsanlage. Dann werden wir das hier noch ein bisschen anmalen mit Kohle. Dann braucht man hier wieder so ein LKW, der vielleicht irgendwie das hinbricht. So. Ah, die Suche ist so für den Arsch hier. Warum findet ihr das mit LKW nicht? Ah, warte mal. Vielleicht das Truck. Ja, okay, es ist Truck. Collision off. Was macht hier Sinn? Ja, vielleicht so einer. Ja, dass man hier die Beladung nicht mit einstellen kann. Oder kann ich vielleicht doch? Vielleicht green, lights on, aus. Ja, genau, so stellen wir hin. Das wäre ein bisschen Overkill. Okay, also hier brauche ich noch ein bisschen Deko. Jetzt, wo ich das hier habe. Gut, aber ich will jetzt hier erstmal Zugverkehr haben. Und bevor wir das hier machen, brauchen wir hier lokal erstmal Linien. Ich möchte natürlich gleich mal auf die Straßenbahn gehen. Jetzt machen wir hier so eine kleine Tour erstmal. Gut. Haltestellen, nehmen wir die alte. Wir machen es erstmal in eine Richtung hier. Müsst du einmal hier stehen? Bleibst einmal da stehen und einmal da stehen. Gut. Das wird ein Verlust werden hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann wird es Teilen Linie 1. Dann brauchen wir ein entsprechendes Depot für das Ganze. So, jetzt hat gerade das Handy klingelt. Wir nehmen jetzt doch mal das klassische Depot und bauen das mal hier hinten hin. Södre, dann Tram, irgendwas günstiges. 17.000 im Jahr, kann 10, kann 12, kann 24. Nehmen wir mal zwei von der Moskau F hier. Schauen wir uns natürlich wieder an. Die sieht jetzt schon ein bisschen heruntergekommen aus, bis dass sie brandneu ist. Okay, gut. Dann hier. Ich glaube, diese Buslinie werden wir jetzt hier mal komplett knicken. Das wäre das da. Einmal bitte löschen. Die Haltestellen soweit. Einmal da. Hier. Und da oben.
Habe ich jetzt hier gerne noch eine Haltestelle? Auf welcher Seite habe ich die platziert? Ah, wie vorne gegen den Uhrzeigersinn. Okay, aber ansonsten glaube ich, kann man es erstmal so lassen. Außer, na, wir werden das mal hier optimieren. Wir werden hier die Straße verbinden. Aber wieso kann das nicht standardmäßig hier vorhin sein? Okay, dann werden wir hier hinten halten und dann halten wir hier unten nochmal. Den passt es. Das Ganze hier auch mit der Tram. Alles verbunden, ja, das sieht gut aus. Für das später brauche ich auch dann hier noch die Querverbindung. Wir gegen den Uhrzeigersinn. Gut, diese Linie da, der Heimfahrt L1. Du meinst, warte mal hier alles löschen. Und wir fahren jetzt gegen den Uhrzeigersinn, von da nach da nach da runter. Ups, den letzten hat er jetzt nicht genommen. Cool. Und habe ich hier ein Tram-Depot? Ja. Aber eins, was nicht elektrisch ist, aber das ist kein Problem. Dann werden wir uns erstmal kurz den Dampf hier holen. Mit 4. Sagen wir hier Linie 1. Dann soll die erstmal kurz rausfahren und dann werden wir die gerade mal austauschen. Andererseits, was hat das denn hier für Kapazität? 11. Ach, was soll's. Lass mir die doch mal drin. Dann haben wir noch eine Dampftram. Ja, das sind schon niedlich. So, und dann der erste Zug, den wir hier auf die Strecke ziehen, weil ich glaube, die Linie habe ich schon gemacht. Ne, habe ich noch nicht gemacht. Dann machen wir sie jetzt mal. Von da nach da. Wo hältst du da? Du hältst hier oben. Das ist okay für mich. Und hier hältst du... Da unten. Alles klar. Dann ist es der RE01 hier. Und dann brauchen wir hier irgendwann einen Intercity, der hier durchdüst bis nach Hefei. Und das könnte jetzt teuer werden. Wir nehmen mal das Depot hier. Gehen wir erstmal mit den Wagen, was wir haben. KKSTB Schnellzugwagen, vierachsig, Personenwagen, fährt nur 80. Da gehen wir gerade mit Schnellzugwagen. 40er Schnellzugwagen der Kaiser der Königlichen Staatsbahnen Österreichs. Erste und zweite Klasse. Dann zweite Klasse. Das ist dritte Klasse. Das ist okay. Und Gepäckwagen. Kostet schon mal 2,8 Millionen. Und immer schon von der KKSTB von. Brauchen wir eine Lok, die da entsprechend. Die kann 110. Die Lok kann 100. Schnellzugdampflok der Kaiserlich-Königlichen Staatsbahn Österreichs 1906 wurde sie von Karl Gölsdorf, die Reihe 210, konzipiert. Da die ziehenden Lasten weiter gestiegen waren und die Achslast nach wie vor nicht auf 16 Tonnen erhöht wurde, damit eine möglichst große Rostfläche verwendet werden konnte, drehte er die Achsfolge der Pazifik um. Begründet war dies vor allem im relativ schlechten Brennwert der in Österreich vorhandenen Kohle, die daraus entstandene Typ Adriatic wurde bei schleppenden Lokomotiven nur in Österreich verwendet. 1911 wurde die Reihe dann zur Heißdampfvariante 310 weiterentwickelt, wovon 90 Stück von der KKSDB beschafft wurden und KKSDB 310 in Schwarz mit strohgelben Ziellinien. Du fährst 10 km/h schneller, langsamer als wie die, was die Wagen können. Haben wir da noch mehr? 80, 80. 90. Das ist eine russische Lok, die will ich nicht. Oh, die S9. Die fährt 110. Preußische S9. Nee, nehmen wir doch die, weil dann passt sie irgendwie vom Design. Und ich würde sagen, wir nehmen sie in Schwarz. 7,8 Millionen, 43 Kapazität. Dann würde ich sagen, ab geht's.
Ah, nee, jetzt habe ich einen Fehler drin. Aber ne, ich zeige euch gleich, was der Fehler ist. Da schauen wir uns mal die Lok an. Schöner Sound. Das ist Schnaufen von dieser Lokomotive, das klingt geil. Und ich sehe gerade, ich muss hier die Gleisgeschwindigkeiten noch anpassen. Sind hier noch zu schnell. Schöne Personenwagen. Fall mal. Machen wir ganz kurz Pause. Ich will mir den mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, dann nehmen wir als Beste mal das Kameratool. Ah, ich wollte kein Foto machen. Aber so kann ich ein bisschen hier ranzoomen. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man jetzt hier nicht viel sehen kann auf die andere Seite. Ja, Texturen sind ein bisschen mau. Aber das passt schon so. So nah sieht man sie eh nicht oft. Schön. Schön, 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 schön. Mal die Lok gerade noch mal angucken. Bisschen rostig. Ganz dezent. Schaut nicht aus, als wäre sie gerade frisch gekauft. Aber okay. Lassen wir mal gelten. So, gehen wir hier mal wieder raus. So, was jetzt mein Fehler ist. Ich habe einen Mod an, der sagt, okay, alle Fahrzeuge sind wendezugfähig. So ist jetzt auch der. Ich hatte noch meinen zweiten Mod drin, wo ich einstellen konnte, nein, der Zug ist jetzt nicht wendezugfähig. Das ist jetzt blöd. Weil ich genau. Wo habe ich denn das? Genau das Gegenteil von dem. Nochmal Wende. Wir werden den jetzt erstmal hier einfahren lassen. Und dann werde ich mal das Spiel nochmal kurz durchladen und mit den anderen Mod holen. Weil ich möchte, dass er da drin wendet. Überlegt, dass er so jetzt rückwärts wieder rausfährt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die erste Mitfahrt hier auf der Strecke. So, bitte schön anhalten. Gut, hätten wir es. Erster Zug im Bahnhof. Dann werden wir hier speichern. Und für euch gibt es erstmal kurzen Cut. Das sind drei. Und dann machen wir die Mitfahrt mit der Lok richtig rum. Und da bin ich auch schon wieder und ich habe den richtigen Mod jetzt drin. Jetzt wird er hier nicht mehr rückwärts fahren. Das heißt, der wird wenden. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Zug und steigen mal ein. Suchen wir uns vielleicht gerade schon mal die richtige Kamera. Ich kann hier Lokführer spielen bei der. Das ist ja cool. Was habe ich denn noch für Ansichten? Auf der anderen Seite oben. Wir haben sogar eine Drehbergsansicht. Nice. Okay, dann. Oh, wir sind sogar Innenansichten. Okay, das ist ja cool. Dann würde ich gern als Lokführer starten, wenn es geht. Okay, das sind viel zu viele Ansichten. Wir starten hier nochmal mit der ersten, zweiten, glaube ich, war das. Und sagen hier mal Start. Aber wirklich, viel sieht man hier nicht. Nice. Triebwerksansicht vielleicht. Ach du Scheiße. Da geht man ja so mit. Oh ne, das sieht furchtbar aus. Ah, das gefällt mir schon nie.
Also wirklich, glücklich ist er damit nicht, dass er hier 30 ist. Dürfte jetzt dann hier aber langsam mal schneller werden. Ja. Sehr schön. Wobei die Ansicht ist auch nicht schlecht. Okay, hier muss ich den Boden noch korrigieren. In den Ansichten sind wir da doof. Okay. Also zum Schluss sind die Kameras echt scheiße. Gehen wir wieder raus. Machen wir das so. Und Höchstgeschwindigkeit 100. Ich werde dann nach der Episode mal ganz kurz das Vorsignal recherchieren, ob das so richtig ist mit VR0. Ich gehe mal davon aus, aber ich bin mir nicht sicher. Würde es auch interessieren, ob sich das verändert, wenn der Zug durchgefahren ist. Nein, das bleibt so. Ja, weil es der Wegpunkt ist. Ah, halt. Da machen wir hier so. Noch Kühlzeugs auf der Strecke. Okay, das muss ich auch noch wegmachen. Das darf hier nicht so bleiben. Das was, das mache ich gerade jetzt mal. Sonst vergiss ich gerade wieder, wo es gewesen ist. Wupp. Werkzeug bitte ganz klein. Dankeschön. Und weiter geht's. Oh, und hier auch. Mann. Weg damit. So. Weiter geht's. Wenn wir jetzt Pech haben oder Glück, je nachdem, wie man es sieht, blockiert uns jetzt gleich die Rangierfahrt. Also das Sandmodell ist schon mega geil. Cool. Und was mir jetzt hier noch gerade aufgefallen ist, wir brauchen auch hier noch Geschwindigkeitstafeln, dass die nicht voll reinfahren. Und ich überlege mal, eigentlich wären so Pfeiftafeln. Ah, ich habe hier sogar eine Geschwindigkeitstafel, aber ich habe keine Geschwindigkeitstafel für da rechts rein. Weil finde ich ein bisschen uncool, wenn die da mit 100 reinrattern. Das wäre eher so 80 hier. Oder das vielleicht sogar 60. Und hier gern einmal pfeifen. Wisst ihr, was das Pfeifen? Das machen wir jetzt gerade mal. Wegpunkte. Ich glaube, das war hier drin mit dem Pfeifen. Unsichtbare Pfeiftafel. Ich würde sagen, das machen wir einmal so. Und einmal so. Und das gleiche hier nochmal. Schauen, ob das schon reicht oder ob ich ihm da jetzt einen Wegpunkt geben muss. Aber wäre natürlich cool, wenn die jetzt einfach so reinfährt. Und hier pfeift für den Bahnübergang.
Nice, sie macht's. Und tschüss. Hast du eigentlich schon Passagiere mit? Oh ja, sogar 9. Cool. Ja, liebe Leute, das war's mit der Episode. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir da ein bisschen mehr Geld mit der Linie rein. Hoffentlich schneller als wie vorher. Weil wenn die Leute jetzt hier nicht so mitfahren, dann wird das die sehr teure Angelegenheit hier. Also, bis denn dann. Hat wieder Spaß gemacht. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.